Flug des Imperiums, das ist aus der Reihe Die Rückkehr der Fekliri. Ich habe früher mal Fekiri gelesen, aber okay. Report to the Nord System immediately. Blut des Imperiums? Da sind wir. Seltsame feindliche Signale künden von der Rückkehr der gefürchteten Fekiri und ihre Mannschaft muss in einem Kampf die Heimatwelt verteidigen. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob du irgendwo in der Nähe bist. Ich bin... Unter mir. Ich habe es gesehen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in das Norg-System. Das klingt ein bisschen wie ein Ferengi. Untersuchen Sie die klingonischen Kampftruppen. Ich habe jetzt Kaulquappen gelesen. Was ist denn heute los? Sag mal, im Klingon. Ich bin zu lange vom Wasser weg. Man merkt es. Ja. Eben den Planeten hätten wir eventuell einfach fluten können und dann wären wir sozusagen. Naja, Luftlinie gibt es da zwar nicht, aber wir hätten mir den geraden Weg schwimmen können. Ich hätte mir eine Taucherausrüstung irgendwo geklaut. Das wäre sinnvoller gewesen, ja. Das ist Gott sei Dank sowas brauche ich nicht. Untersuchen Sie die Trümmer der Kampfgruppe, Kaulquappe genannt. Von dieser Kampftruppe ist nicht viel übrig geblieben. Deshalb nennt man das ja auch Trümmer, ne? Unser Computer kann anhand der Waffensignatur nicht bestimmt, wer hierfür verantwortlich ist. Was könnt ihr denn überhaupt? Untersucht die Portale. Ach Gott, es sind aber eine Menge Portale. Yep. Ich fliege mal nach links zu dem zwischen den beiden da. Dann flieg... Huch. Ich nach rechts. Rechts oben bei dem und dann haben wir noch in der Mitte eins, genau. Jo. Die sehen ja nett aus. Mal gucken, was das ist. So, wie nah muss ich da ran? Huch, Fekiri. Ich dachte, es sei nur ein Märchen. Das würde zumindest erklären, klingonische Kampftruppe geschah. Okay. Schließen Sie die Portale. Zeigen wir Ihnen, was Sie seit Ihrer Zeit über die Schlachten gelernt haben. Okay. Ach Gott. Ah, um sie zu schließen, müssen wir die Fekiri erst einmal beseitigen. Die sind ganz schön hart im Nehmen, muss ich mal sagen. So, Portal geschlossen. Wie schaut's bei dir aus? Ebenfalls erledigt, dann haben wir noch eins. Genau, das suche ich gerade, das sehe ich aber irgendwie nicht. Das, denke, ist hinter diesem Kugel... Ah, ich hab's! Ah ja, da war es versteckt, genau. Und da sind Fekiri-Fregatten, die blau angezeigt sind. Wenn wir näher kommen, denke ich, werden die erröten, ja. So. Nachschub gibt's nicht mehr. Melden Sie sich im Praxisgürtel im... Konus-System. Also... Okay. Oh, die Fekiri nähern sich der Heimatschiffe. Das können wir natürlich nicht zulassen. Dann mal hin. Ich grübel die ganze Zeit über den Namen Praxisgürtel. Ob das irgendwas Praxis mit einem... Praxis ist unser Mond. Ach so, ich dachte, das hätte doch was mit einer Arztpraxis zu tun. Nein, nein. Praxis, unser Mond, da haben wir irgendwie ein bisschen Schindluder getrieben und... Okay. Deshalb diese vielen Trümmer. Und deshalb diese vielen Portale hier. Dann mal los. Oh, ja. Da haben wir ja zu tun, würde ich sagen. Okay. Ach, da sind nur zwei Portale. Das geht ja noch. Aber das sieht hier alles sehr unaufgeräumt aus mit dem Mond.
Das ist das, was du wahrscheinlich gerade meintest. Ja, so von der Minenanlage noch so eine. So ein Ver. Ah, so, so Reste, die da so übrig sind irgendwie. Ja. Okay. Und noch ein Portal. Wir haben eine Gruppe von Fekirien-Schiffen entdeckt, die sich dem Kopf. Schützen Sie die orbitale Kommandostation von Konos. Okay. Mein Gott. Beschützen Sie die klingonische Station. Ach, das ist die da hinten. Okay, das ist eine Fabrik. Ich frag mich, was pumpen die? Wir haben doch Vakuum hier um uns rum. Die pumpen, glaube ich, vielleicht ist der Asteroid ja irgendwie innen drin flüssig oder so. Keine Ahnung. Ist das die Station hier? Ja. Ja. Ja, die sieht aber auch ein bisschen... Oh, weia. Derangiert. Verbogen. Okay. Da kommen die Gegner. Mein Gott, die nehmen immer meine Schiffshülle auseinander. Schön, Sie in einer glorreichen Verteidigungsschlacht zu sehen. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Wir müssen die Heimatwelt verteidigen. Ernsthaft? Jetzt müssen wir sogar am Boden die Arbeit noch machen. Na dann. Dann würde ich sagen... Bäumler? Ja, richtig? Ja, Bäumler ist gut. Dann nehme ich jetzt mal meinen Wissenschaftler mit. Dann darf die heute auch mal runter. Okay. Im Chat heißt es gerade, das wäre einer der, ich übersetze das mal, schönsten Episodenstränge. Auf Konos zu kämpfen am Boden, das hat ja was. Wenn er denn lädt, das werden wir sehen. Ja, ist ein riesiger ganzer Planet, der jetzt erstmal geladen wird. Ah ja. So, erste Stadt, da sind wir. Oh, wir sind mal draußen von der ersten Stadt, das ist ja auch schön. Okay. Ja, wohin? Gehen wir. Gucken wir mal. Da hinten stehen welche. Gequälte Seele, okay. Die ist aber schon tot, die gequälte Seele. Was ist denn das für ein Teil mit der Kette da dran? Das ist ja... Ein Sklavenmeister. Oh, cool. Kann man sowas für zu Hause kriegen? Nee. Besiegen sie die Verstärkung. Okay. Wo ist Verstärkung? Da irgendwie so ein bisschen weiter unten. Ein Hortling. Man könnte glauben, man ist im Herrn der Ringe gelandet. Oh, da kommt der Dicke. Das ist ja ein Hammer. Na, der hält aber nichts aus. Der ist nur dick, aber nicht stark, leider. Betreten Sie das Hauptquartier. Oh, von außen nach innen. Das wollte ich ja schon immer mal. Ich wollte ja schon immer mal wissen, wie es hier draußen aussieht. Müssen wir jetzt durch die... Betreten Sie die große Halle. Okay. Die kennen wir ja schon. Lädt und lädt und lädt. Und dauert und dauert und dauert. Ho, 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 ho.
Ich hab's gesehen, Tarsen. Ich hab's gesehen, dein Bild. Na, warte. So, greifen Sie die Fikeringe. Fikeringe, ist klar. Machen wir doch einfach mal Fikeringe draus. Okay, hier brennt's. Aber Feuerlöscher haben wir wohl nicht an Bord. Okay, sieht so fremd aus, diese. Und vor allem hier ist keiner. Die große Stadt ist normalerweise voll von Leuten. Sind wir jetzt echt die Einzigen hier? Oh. Ja, die Fikiri haben wir schon rumentvölkert, denke ich. Verstecken die sich hinter den Kisten, wo man nicht durchkommt? Ah, blöd. Ich jag einfach die Waffen hoch, die Waffenlager hoch dann. Explodiert hier einfach alles und dann. Okay, verteidigen Sie die Kampfarena. Also in der Kampfarena sollten doch nun eigentlich genug Kämpfer sein. Da ist ja auch meistens so voll, dass du dich anstellen musst. Aber nee. Wir sind hier weit und breit die Einzigen. Ich denke mal, die sind alle zu den Raumschiffen gerufen worden. Das kann natürlich sein, ja. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Gott, kann jemand bitte mal die Lüftung hier anschalten? Ich wusste nicht, dass Steine so gut brennen können. Für einen Fisch wie mich ist das hier echt gerade etwas schwierig. Wenn es so weitergeht, bin ich Backfisch. Niemand, nichts zu sehen. Hier. Da vorne ist ein Krieger, aber wir müssen nach rechts. Okay. Ja, Räucherfisch könnte man auch bald zu mir sagen. Ach, guck mal. Viecher. Biester. Zerstörer. Ich dachte, das wären leichte Orionamädchen, die da oben tanzen würden, aber. Normalerweise ja, aber was das, also. Ja. Okay. Ich glaube, hier sind wir durch. Hallo Läufer. Na, gehst du spazieren? Nee. Falsch. Also so grundsätzlich von der grundsätzlichen Geometrie her ja schon, aber wer weiß. Ah. Wände behindern das Geradeauslaufen ungemein. Ist schwierig, ja. Die waren auch vorher nicht da, das ist so. So. Spontanwände. Okay, schützen Sie Kanzler. Ernsthaft. Schützen Sie den, schützen Sie den, schützen Sie Kanzler Jumpok. Jetzt wieder am anderen Ende des. Na los, Läufer, bis du da ankommst, ist morgen. Geben wir mal ein bisschen Gas. Man könnte natürlich auch stattdessen ganz langsam und gemütlich im Tempo des Läufers dahin laufen, aber dann würde jede Folge 100 Stunden dauern. Muss ich jetzt hier runter? Ja, ich glaube. Es brennt. Können wir bitte jemand den Aquariendienst rufen? Was macht denn Jumpok hier drinne? Und wo? Weiter oben. Ich Ah. denke mal, wir sind zu tief, Ich oder? denke auch, wir sind hier auf der falschen Ebene. Das muss über uns sein. Ja. Aber hier gibt es keine Treppen. Also müssen wir draußen irgendwie sehen, dass wir hochkommen. Hier gibt es auch keine Treppen. Was ist denn das Komisches hier? Das wieder. Klingonische Festungsbauweise. Okay, hier geht's auch Bau nicht die Festung durch. so auf, dass sich der Feind verläuft und dann an einer spontanen Hungersnot eingeht. Ja, aber. Na gut.
Dann gehen wir mal weiter suchen. Ja. Irgendwo wird es ja nach oben gehen. So, also da war schon mal nichts. Das war nur sozusagen die... Nee, es muss hier vorne... Ah, guck mal, hier gibt es eine Treppe. Ja, ja. Hier gibt es Treppen nach oben. Noch weiter nach oben. Kanzler, wir kommen. Wir sind schon fast da. Beschützen Sie die Kommandozentrale. Ja, haben wir doch. Kommen da noch mehr? Ach, hinter uns. Also diese getarnten Oriona-Mädchen hier, das ist ja... Ich halte die für alles, nur nicht für Oriona. Ich kenne mich nicht gut genug damit aus, also... Die sind grün und hübsch und die hier sind... Und was wir hier haben, ist eher... graugelb und hässlich. Hat Axelianer sind farbenblind. Dem sagt das alles nichts. Okay, wir haben die Fikori heute eine ordentliche Lektion erteilt. Ich befürchte, der Kampf ist noch nicht vorbei. Es wird viel Blut vergossen werden, bevor ein Ende in Sicht ist. Okay. Und jetzt sollen wir gehen? Ernsthaft? Na dann. Schön, dass ihr hier wart. Ne? Wir räumen auf und löschen die Feuer und ihr geht wieder. Gut. Aber ganz andere Sache, wenn es Reißzähne hat, ist es keine Orionerin. Okay. Blut des Imperiums. Belohnung einsammeln. Okay, Disruptor Pulswellenwaffe. Ja, kann man mal mitnehmen. Braucht man auch nicht wirklich, aber ist ja okay. Nehmen wir mal mit. Und damit bin ich schon 18. Das geht ja so schnell. Und die nächste Aufgabe in der nächsten Runde ist dann das Schicksal. Was? Erstatten Sie Kanzler Jempok auf Konos Bericht? Ernsthaft? Jetzt... Sprechen Sie mit dem Kanzler. Für Schicksal. Okay. Hier gibt es erstmal Dienstoffiziere. Das heißt, wir sind jetzt... Er hat uns gerade weggeschickt. Wir sind jetzt gerade hochgebeamt und... Okay, gut. Das ist aber dann die nächste Folge, das machen wir dann. Ja, unser Kanzler.